Hallo und willkommen zur nächsten Folge von meinem Destiny 2 Let's Play. Und zwar werden wir heute die Story weitermachen. Im letzten Mal haben wir ja hier vorne ein Abenteuer gemacht. Der Ruf der Heimat war das, soweit ich noch weiß. Und heute werden wir das hier machen, und zwar die Rote Schlachtkampagne Quest Verbrennung. Werden wir uns heute einfach mal angucken. Die startet man hier vorne, und der Unterschied zwischen den Abenteuern und diesen Kampagnenquests ist, dass das hier instanziert ist. Bei der anderen hätten bis auf in dem letzten Gebiet überall welche bei mir dazustoßen können und mit mir die Gegner quasi töten können, obwohl die absolut nicht in meiner Gruppe sind. Hier kann es leider nicht passieren. Das heißt, wenn ich hier absolut nicht klarkomme, und das ist eins meiner Hasslevel, muss ich sagen. Ich nenne es das Aufzuglevel. Ich mag es absolut nicht. Also, ich bin da ganz am Anfang ziemlich dran verzweifelt, auch wenn es peinlich ist, aber vielleicht bin ich zu doof. Ich weiß es nicht. Mal gucken, wie es heute klappen wird. Okay, wir können schon weitergehen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Vor allem alleine gegen diese Hey Servitoren. Dev, ich sitze immer noch hier oben auf dem Berg mit diesem kaputten Kommunikationsrelais. Wo ist der Signalverstärker? Unser neuer Hüterfreund ist auf dem Weg. Ich bin zu alt, um hinter dir herzuräumen, Soraya. Na, endlich gibt er mal zu, dass er alt ist. Da habe ich einmal Mist gebaut und du hältst es mir immer noch vor. Oh, das war mehr als nur einmal. Wegen dir habe ich graue Haare. Soraya, ja, Mist. Red nur weiter, alter Knacker. Ah, ist schon eine sympathische Type, die Soraya. Heißt hier Soraya? Hat sich auf jeden Fall so angehört. Ja, im Namen merken war ich mir übrigens noch nie so gut. Ich kann mir Gesichter merken. Top, wie kein zweiter oder dritter. Aber Namen? Heilige Scheiße, ich bin froh, dass ich weiß, wie ich heiße. Ich möchte nicht meinen Nahkampfangriff haben. Mit Titan natürlich. Obergeil. Ich glaube, wir müssen ja alle töten. So, und da seht ihr schon diesen tollen Aufzug. Und ohne Spaß, wenn dieses Ding gleich das tun würde, was es tun soll, dann wäre die Mission jetzt beendet. Der Aufzug sollte uns so, was ich den oberen Teil der Minen bringen. Ja, sollte der Aufzug, tut er aber nicht. Was ich sehr geil finde, wenn man hier lang genug drauf schießt, kommt der Dampf raus. Also ich meine, ganz ehrlich, wer zum Teufel achtet auf so welche Kleinigkeiten? Ich fand das so geil, als ich das letztens gesehen habe, als ich diese Mission hier gemacht habe. Hammer. Ja, ich bin leicht zu begeistern. Falls sich das jetzt irgendwer fragt. Und bam! So viel zum Thema erster Aufzug. Wir müssen auf anderem Weg rauf zu Hawthorn. Gut, dass das Ding zwei Aufzüge hat, ne? Vorsicht, die Gefallenen sind ausgezeichnete Plünderer. Die werden um alles kämpfen, was sie in ihre schmierigen Krallen bekommen. Ja, da tun sie leider. Vorne ist ein Vetter. Werden wir mal wechseln. Auch noch mehr Muni an den zu verschwenden. Habe ich auch eigentlich nur wegen dem Fetten. Boah, da verschießt man sein Magazin aber extrem schnell mit. Aber cool. Wie viele Kugeln hat das? 32? 32 ist eigentlich schon obere Mittelklasse, oder? Also vom von der Quantität, sage ich mal. Ja, ich meine, die Qualität der Schüsse lässt zu wünschen übrig. 21 Schaden pro Schuss, 19 Schaden pro Schuss, 45 in den Kopf. Gucken wir gleich mal auf mein normales Maschinengewehr, was das für ein Damage macht. Oh, hier bekomme ich ja jetzt mein Snipergewehr. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Da ist es. Ich glaube, dass das nicht besser ist als mein Fusionsdoch. Es ist besser als mein Fusionsgewehr. Traurig, aber wahr. So. Und wer
werden wir mal jetzt ein bisschen snipen. Na super, habe ich natürlich direkt gesehen. Arschlecken snipen. Ich meine, es ist eh viel geiler, hier einfach reinzulaufen, aber ich snipe halt extrem gerne. Im ersten Teil konnte ich nur so gut sein. Im PvP vor allem. So, ja, richtig, ich war ein scheiß Hackenbanner im ersten Teil. Ich habe den ersten Teil ja auch nicht lang gespielt. Und nicht mal so lange, dass ich den Raid irgendwie gemacht habe. Irgendwann habe ich den Raid dann gemacht, weil ich das Spiel einfach nochmal angemacht habe und mir gesagt habe, hey, kannst du nicht den zweiten Teil spielen, wenn der jetzt bald rauskommt, und hast du nicht mal den Raid gemacht. Du hast ja überhaupt gar keinen Plan. Und dann habe ich den Raid gemacht. Und man muss dazu sagen, ich war ja da schon total overlevelt. Also ich habe es ja trotzdem weitergespielt und da kam ja immer mehr Level raus. Und 25, 30, ich glaube am Ende, ist am Ende nicht sogar 35? Bin mir jetzt unsicher. Auf jeden Fall habe ich dann erst diesen ersten Raid gemacht. Ja. Und war dementsprechend overlevelt und habe ihn trotzdem nicht geschafft. Ich weiß nicht, ist das wirklich... War das Oryx? Ich weiß es nicht. Ich kann es ja mal kurz beschreiben, dieses... Ich nenne ihn jetzt einfach mal Spießrutenlauf. Ihr versteht, was ich meine. Wo die ganze Zeit ganz viele Ads spawnen und du eigentlich von Licht zu Licht laufen musst. Ja, da haben wir verkackt. Also ich zumindest. Am Ende ist einfach einer, der es konnte, durchgelaufen. Aber ich habe da richtig verkackt mit noch ein paar anderen. Wir sind durchgelaufen, dachten so, oh, kriegen keinen Schaden, kriegen keinen Schaden. Mobs werden immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann kriegt man auch als überequipter Junge Schaden, ne? Ah, es wird dich freuen zu hören, dass die Gefallenen die Mine zu verlassen scheinen. Du hast wohl ordentlich im Hornissennest rumgestochert. Ach, so viel rumgestochert habe ich ja nicht. Neues Ziel. Mache einen anderen Weg zu Hawthorne auswendig. Mein geliebter... Yeah, Kettenreaction. Das war auch cool, wo ich mir so dachte, muss man da vielleicht schnell durchlaufen? Für euch. Nein, muss man nicht. Vor allem nicht, wenn man einen anderen Typen im Team hat, der dann zuerst da durchläuft. Und einfach alles mit sich nimmt. So, man muss hier noch nicht mal alles machen. Ich habe, glaube ich, jetzt sowieso schon viel zu viel davon geschrottet. Kann halt auch mit viel, viel weniger machen. So, und jetzt sind wir genau da, wo ich hasse. Ist auch die letzte Szene. Dauert am längsten. Und hier bin ich. Fast so gut wie Luis. Und, so. Aufzug rufen funktioniert natürlich nichts, kein Strom. Aber diese dreckligen Viecher sehen mich. Und die Gefallenen sind sauer. Dass der das so schelmisch sagt, weißt du, weil der genau weiß, wenn es brenzlig wird, da kann er sich auch mal eben verpissen. So. Machen wir mal eben kurz einen Prozess. Vergessen. Und da ist schon wieder dieses tolle Zeichen von den Gefallenen. Oh, diese Fliege, die nervt mich schon den ganzen Tag, eben beim Streamen, jetzt beim Aufnehmen, ey, ist einfach nervig. Ich merke gerade, mit dem Titan ist es deutlich angenehmer als mit dem Hunter, also zumindest wenn man den Hunter noch nie gespielt hat, und ich muss die Taste umlegen. Erinnert mich bitte dran, ich muss unbedingt diese scheiß Nahkampftaste umlegen. Ich komme da ja absolut gar nicht mit klar, dass ich da unten auf das C drücken muss. Ich drück total oft auf die falsche Taste. So, dann haben wir den jetzt auch, den Spielverderber, dann den noch. Und jetzt kommt schon der Fan. Oh. Ich hatte das viel schwerer in Erinnerung. Tut mir leid, dass das jetzt einfach nur mega peinlich war, wie ich mich vorher aufgeregt habe und das jetzt einfach voll easy geschafft habe. Hat den Strom wieder angestellt.
zwar nicht so mega profimäßig, aber ich habe es trotzdem relativ easy geschafft. Ja, komm, mach auf. Ich möchte das Level schaffen. Ein bisschen Mini-EP mitnehmen. Den schaffe ich sehr wahrscheinlich nicht mehr zu töten. Diese Augen mit diesen komischen Strahlen, die irgendwas unbesiegbar machen. Ja, richtig nervig, wenn einfach vier Augen stehen, die sich im Kreis mit diesem scheiß Ding waffen. Und dann einfach, Entschuldigung, ich muss schon wieder aufstoßen. Und die sich dann einfach unsterblich machen. Ich meine, die greifen auch nicht an. Ist ja nicht so, als wenn sie sich umbringen, wenn sie sich alle gegenseitig mit diesem Mist buffen. Aber es nervt einfach, weil du sie auch nicht töten kannst und das einfach total Time Waste ist. Und ja, ich hatte das schon mal. Falls das nicht mehr geht, danke Bungie. Aber es ging auf jeden Fall mal. Da haben sie sich alle gegenseitig gewaffnet und du konntest absolut nichts schlagen. Vielleicht habe ich es auch geträumt. Ein böser Albtraum. Nein, habe ich nicht. Es war bestimmt so. Franzron, wir sind aus der Mine raus und auf dem Weg zu dir. Beeilt euch, dann können wir das Kommunikationsnetzwerk zum Laufen bringen. Und, danke für die Hilfe. Du bist gar nicht so übel für einen Schickimicki-Hüter. Das ist wohl das Netteste, was ich jemals aus Sorayas Mund gehört habe. Soraya. Ha. Eine echte Seltenheit, mein Lieber. Ich hab mir den Namen doch richtig gemerkt. Ein Video. Leise. Psst. Du hast es geschafft. Da schuldet Luis mir wohl Geld. Okay. Mal sehen, ob das funktioniert. Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, da kommt ein Signal rein. Hüter, die Stadt ist verloren. Sollte im System noch Licht übrig sein, treffen wir uns auf Titan. Seid stark. Sarala lebt noch? Wenn wir jetzt aufbrechen. Keiner geht nach Titan. Flüchtlinge sind auf dem Weg hierher. Die Rotlegion ist auf der einen Seite, die Gefallenen auf der anderen. Aber wir haben unsere Kräfte zurück. Und wenn wir die Stadt zurückerobern... Deine Stadt ist weg. Pessimiste. Hawthorne, wir kommen zurück. Und zwar nicht allein. Du weißt, wo du mich findest. Boah, ist das eine Zicke. Ich bin mir, glaube ich, noch nie ganz reingezogen. Naja, die dachte jetzt, sie kann sich auf uns verlassen. Und wir dann direkt wieder, oh, irgendwas gefunden und dann müssen wir uns wieder verpissen. Oh, zu unseren Hüterfreunden, anstatt den normalen Menschen zu helfen. Irgendwie verstehe ich sie auch. Irgendwie kann ich sie verstehen. Oh, einer meiner Lieblingsszenen. Also, nicht unbedingt, aber mein Lieblingsteam halt. Du würdest uns beiden Zeit sparen, wenn du das hier beenden würdest. Für jemanden, der sich Sprecher nennt, hast du sehr wenig zu sagen. Offensichtlich konnte einer deiner Hüter sein Licht zurückerlangen. Du sagst, du hast keine Macht über den Reisenden und jetzt... das... erkläre es mir. Sprecher. Das Licht lebt überall, in allen Dingen. Du kannst es aufhalten, versuchen es einzufangen, doch das Licht findet seinen Weg. Und der Reisende wird sich schützen. Der Reisende. Jahrelang untersuchte ich ihn. Die Welten, die er berührte. Seine Macht über Leben und Tod. Wir sind nicht allzu verschieden, dein Reisender und ich. Du hast nichts mit dem Reisenden gemein. Nichts. Du denkst, du hast Macht, Kontrolle. Ich kenne Leute wie dich. Jemand wie du fängt klein an und wird klein enden.
selbst die Menschheit auserwählt hat. Dann kann ich selbst nehmen, was mir gebührt, das Licht an mich reißen und das System in Schutt und Asche legen. Nur wer vom Reisenden auserwählt wurde, wird im Licht wiedergeboren. Ja, das weiß ich. Deshalb eroberte ich deinen Planeten und ließ dich bisher am Leben. Der Reisende wird mich auserwählen, Speicher. Und du wirst mir sagen, wie. Ja, schon echt episch, diese Szene. Also ich mag die auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe auf jeden Fall so wenig Erinnerung, dass ich selbst noch total gespannt bin, was da alles gesagt wird. Ich weiß gar nicht mehr, dass der Sprecher überhaupt redet. Also, Ironie, aber dass der Sprecher jetzt da halt redet. So, dann gucken wir mal, weil wir haben auch ein paar neue Gegenstände bekommen. Oh, eine neue Brust. Einen neuen Helm. Ja, das können wir leider zerstören, weil es schlechter ist. Warte, wir waren noch nicht fertig. So, dann zerstören wir noch das Fusionsgewehr. Und dann können wir was skillen. Was skillen wir denn Schönes? 5 Upgrade-Punkte. So. Emporschweben. Bewegungsmodus. Springe, während du in der Luft bist, um höher zu schweben. Springe, während du in der Luft bist, um mit präziser Richtungsführung zu schweben. Springe, während du in der Luft bist, um einen starken Schub zu erhalten. Das bringt mich also schneller nach vorne. Das lässt mich einfach nur präziser sein. Und das ist so ausgeglichen. Ja, beziehungsweise einfach höher, weiter, präziser. Skillen müssen wir sowieso alles. So, die Magnetgranate. Eine Granate, die sich einem Gegner haftet und zweimal explodiert. War natürlich auch geil, wie wir im PvP gesehen haben. Die haftet nicht immer. Und der hat das Ding berührt. Könnt ihr euch nochmal angucken. Eine Granate, die eine horizontale Mauer aus brennender Leere erzeugt. Und eine explosive Granate, die Feinde kurzzeitig daran hindert, Fähigkeiten einzusetzen. Die Silence-Granate. Oder auch PvP-Granate. So, die Leerenwall-Granate skillen wir. Skillen die PvP-Granate. Aber für PvE benutzen wir die Leerenwall-Granate. Und für das Katapult schweben. Damit wir etwas weiter springen können. Das wird nämlich auf Titan sinnvoll sein. So. Das haben wir alles. Da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Alles klar. So, wir haben sogar ein neues Abenteuer. Das werden wir das nächste Mal machen. Das Abenteuer reinlegen. Und was haben wir denn noch? Hoffnung auf Titan abschließe 2 Matches in der Wettkampf-Playlist ab. Wisst ihr was? Wir werden etwas überziehen und ich mache jetzt einfach noch eine Runde Wettkampf-Playlist. Schön competitive, das hier zählt nicht, ne? Oh, competitive gibt sogar eine andere Art von diesen. Nennen wir es jetzt einfach Tapferkeitspunkten. Was war das? Warum sah das in der Mitte gerade so anders aus? Wollen wir jetzt aber mal kurz gucken. Rumble. Spieler gegen Spieler. Jeder gegen jeden. Ach du Heilige. Und das ist ein Private Match. Cool. Das gab's auch noch nicht. Also Rumble kenne ich nicht. Rumble hat teilt sich auf jeden Fall mit dem. Ist wahrscheinlich so ein Special-Ding, was immer switcht. Ja, und Competitive ist ja das, was... Oh, toll. Fliegt man natürlich sofort aus der Competitive-Liste raus. So, ein Competitive machen wir. Ich meine, wir haben eigentlich schon unsere 20 Minuten überschritten, aber so, wenn wir das jetzt immer etwas teilen, PvE, PvP, dann werden wir das auch schneller durchbekommen, dass für alle, die jetzt PvP von Grund auf hassen und verabscheuen, danke fürs Zusehen bis hierhin. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Beim nächsten Mal gibt es natürlich wieder ordentlich BVE-Action. Wir werden zwar nur ein Abenteuer machen, also nicht in der Story weiterspielen. Es sei denn, das Abenteuer ist kurz, dann werden wir natürlich auch die Story weiterspielen. Vielleicht auch überziehen, weil wir überziehen ja jetzt auch für PvP. Es sei denn, das dauert hier jetzt noch länger. Also wenn es jetzt über 2-3 Minuten dauert, dann werde ich das ja
natürlich auch abbrechen. Ich will jetzt nicht da 1000 Jahre in der Warteschlange hocken, euch irgendeinen vom Pferd erzählen. Aber normalerweise, wenn die Auswertung von Hütern kommt, dann kommt da gleich ein Schwung. Da, 3 von 8. Okay. Vielleicht schaffen wir es ja noch. So, Clan. Habe ich irgendeinen Invite bekommen von Westworld Originals. Aber ich habe momentan eigentlich keinen Bedarf, in irgendeinen Clan einzutreten. Hätte eher Bock, in meinen alten zu gehen. Weiß aber gar nicht. Könnt ihr halt die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Wie ist das mit den Clans für PlayStation, Xbox etc.? Sind die Crossover? Ich weiß, dass man nicht Crossover spielen kann, das ist mir bewusst. Dass das allein wegen Maus- und Controller-Standards absolut auch nicht machbar ist. Aber wie sie sich. Ja, ergibt irgendwie keinen Sinn, wenn die Clans dann Crossover wären, ne? Vergesst die Frage. Sind natürlich nicht Crossover. Würde ja absolut keinen Sinn ergeben, wenn die einen Spieler dann für die anderen ein Engramm erspielen könnten. Ist eigentlich gefixt mit den Engrammen? Ich meine, vielleicht sind ja ein paar von euch aktive Destiny-Spieler, die das einfach nur just for fun von mir reinziehen. Ich habe gehört, dass es Probleme mit den Clan-Engrammen gab oder gibt. Ist das besser geworden? Oder gibt es da immer noch so Probleme? Würde mich ehrlich interessieren, falls ich mit meinem privaten Char, den ich momentan spiele, schnell jetzt in der nächsten Zeit halt hochkommen werde. Also wenn dieses Video rauskommt, wird er sehr wahrscheinlich auf dem Maximallevel sein, deswegen frage ich jetzt schon mal. So, dann werden wir uns jetzt nochmal ein Ründchen konzentrieren, bevor es in die Aufnahmepause geht. Überleben. Die Macht eines Geistes. War das gerade ein 2 gegen 3? Überlebe. Koste es, was es wolle. Da wurde ich ja direkt weggesäbelt. Muss unbedingt mein Sprachschild deaktivieren. Ist ja scheiße, wenn man mich die ganze Zeit hört. Noch eine Minute, du liegst vorn. Ist normal, dass man hier keine Karte hat. Hab ich so lange nicht mehr gespielt, dass ich das vergessen habe. 30 Sekunden. Ich verlange nur, dass du überlebst. Ein Leben noch. Hab da aber gute Truppe erwischt. Ist ja schon mal angenehm. Aber ich glaube, Competitive macht doch mal einiges mehr Sinn ohne Map. Obwohl 10 Sekunden. Dann, ich meine, Map Control ist auch eine Art Competitive, oder? 3 leere Buddies. Der Sieg dieser Runde. Auch Void Buddies genannt. Ah, sieht ziemlich danach aus, als müssten wir 4 Runden in Folge gewinnen. Hä, 2,0 KD. Rundenstart, du führst. Beziehungsweise KDA. Habe ja nicht beide Kills geholt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Kill geholt habe. Ja, es kostet auf jeden Fall um einiges mehr Konzentration, als dieses bescheuerte Flaggen einnehmen. Jetzt hätte ich gerne natürlich meinen Hunter mit Invis.
Invis und Schwert. Auf jeden Fall eine spaßige Kombi. Ob sie geilste ist, mag ich mal zu bezweifeln. Noch eine Minute, ihr seid Kopf an Kopf. Ja, jetzt muss bewusst, dass wir Kopf an Kopf sind. Ich glaube, das ist nur einer. Ja, ist nur einer und der verpisst sich die ganze Zeit. Azubi. Ja, das ist competitive. Noch 30 Sekunden. Und leider, egal, wenn jemand. Sieg oder Niederlage, das ist das Ende. So, ich werde das hier sehr wahrscheinlich zu Ende spielen, aber ich will das euch auf jeden Fall nicht zumuten. Weil spannend wird es auf jeden Fall nicht. Oh, da haben wir ihn gesehen. 10 Sekunden. Ja. Aber ich weiß nicht, wenn. Ich meine, ich würde verstehen, wenn ihr keinen Bock habt, das zu Ende zu gucken. Überlebt. Das ist gerade echt brutal langweilig. Leider muss man als Meilenstein das Ding machen. Muss jetzt noch 2 Runden gewinnen. Bleibt bei einem. Rundenstart. Du liegst vor. Müssen den halt nur mega. Nur relativ schnell finden. Am besten als Truppe zusammenlaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut der ist. Ich meine, es gab auch schon Leute, die alleine gegen 3 gewonnen haben. Und ich meine, jetzt bin ich mit nicht nur mein, sondern jetzt bin ich mir 100%ig sicher, dass es eine Map gab. Es gab auf jeden Fall eine Map. Im Competitive. Auf der PlayStation. Wow. 100%ig gab es eine Map. Weil ich habe auch mal alleine gegen 3 gespielt, wo dann 2 Leute von meinen einfach gelieft sind, weil sie keinen Bock hatten. Plötzlich, weiß er, meldet sich für Competitive an, sich so, doch keine Lust. Und ja, dann sind sie gelieft und ich bin halt die ganze Zeit weggelaufen, aber ich weiß, dass es eine Map gab, weil ich wirklich kontrolliert von ihnen weggelaufen bin. Invis weg, einen abgemurkst und dann nur noch escaped. Weil ich habe das Ding nur ganz knapp verloren. Mit 4-3. Weil da immer ein Nubbel dann alleine rumgelaufen ist, den konntest du halt immer schön wegknüllen. Ich meine, der tut mir jetzt einfach nur leid, ne? Er tut mir wirklich einfach nur leid. 30 Sekunden. Aber ich habe ja gesagt, nur, dass du überlebst. Ich will eigentlich alles zeigen, was ich mit diesem Charakter mache, weil es halt mein Let's Play Charakter ist. Und deswegen werde ich auf jeden Fall das hier auch so komplett hochladen und nicht schneiden. Falls ihr das jetzt hört, könnt ihr euch vorstellen, wie die nächsten 2 Runden, beziehungsweise nur noch die nächste Runde, ablaufen wird. Ich werde mich am Ende verabschieden und das war's. Also ihr könnt ruhig jetzt schon abschalten, wenn es euch zu langweilig ist. Vielleicht passiert ja noch was Spaßiges und wir werden hier schön weggemerkt von dem. Dann kriegt so ein ordentliches Return und knallt uns. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Typen, der da Legion heißt. Und falls ihr das gesehen habt, der hat ein bestimmtes Banner und dieses Banner zeugt eigentlich davon, dass der ein relativ guter PvE-Spieler ist. Und zwar sind das die Twins, wie ich es gesehen habe. Und die Twins ist, glaube ich, das Bard im Raid. Dass man das auf eine spezielle Art und Weise geschafft hat. Ich weiß jetzt nicht, ob man das Banner nur bekommt, wenn man das in Hero plus auf eine spezielle Art und Weise geschafft hat. Auf jeden Fall, wenn man es auf eine spezielle Art und Weise geschafft hat, dann bekommt man dieses Banner. War im Bart, habe ich sie auch auf der PlayStation, war jetzt nicht so schwer, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die sich jede Woche ändern und man dann was ganz anderes machen muss. Also schon auch eine ziemlich geile Sache, die man sich hier verdienen kann in dem Spiel. Ah, mich ärgert das jetzt, dass das hier kein anständiges PvP-Match war. Das war echt traurig. Das war einfach nur traurig. Schade.
Naja, dafür jetzt in Überlänge zu gehen, hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Ich meine, ihr habt quasi nichts gesehen. Und dann verabschiede ich mich hiermit. Ich gehe jetzt in die Aufnahmepause. Und vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn es jetzt am Ende nicht so spannend war. Viel Spaß noch, schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Ciao.